So, und da sind wir auch schon wieder bei einer neuen Ausgabe von Cream Cheese TV. Und heute wird es mehr als super interessant, denn wir haben heute Jürgen Krause zu Gast. Das ist nämlich derjenige, ich weiß gar nicht, wie viele Generationen von Jugendlichen er mit musikalischem Fachwissen sozialisiert hat. Versaut, ich würde es gar nicht so sagen. Auf jeden Fall. Nach Meinung der Eltern. Ja, nach Meinung der Eltern. Aber auf die hören wir hier nicht, sondern wir hören hier nur auf uns in unserem jugendlichen Leichtsinn. Und deswegen steigen wir direkt mal ins Gespräch ein, weil ich denke mal, dieser Mann wird uns Dinge erzählen, wo wir uns gar nicht vorstellen können, dass sie in dieser Stadt stattgefunden haben. Jürgen Krause. Fing damit an, dass ich irgendwann, nachdem ich schon jahrelang Rockmusik gehört habe, fing an bei mir an mit Beatmusik. Ich habe Ende 65 die Beatmusik entdeckt, so im zarten Alter von 9 Jahren. Und habe jahrelang abends immer heimlich Radio gehört, einmal die Woche die Bravo gekauft, wie damals noch wirklich noch eine gute Musikzeitung war. Ja, dann hat so den natürlichen Prozess über Beatmusik, da kamen so die ersten Krautrock-Sachen. Dann habe ich auch sehr viel Prog-Rock gehört. Aber nicht ausschließlich. Ne? Ich habe mich wirklich immer, damals schon, ich habe die deutsche Sounds gelesen, die wirklich auch viele neue Trends schon frühzeitig beschrieben hat. Ne? Ja, und da habe ich doch noch eine englische Musikzeitung abonniert, ein Record Mirror, und da stand irgendwann mal so Anfang 77 was von einer neuen Musik aus England, Punkrock. Und das habe ich direkt von 0 auf 100, habe mich halt so angefixt. Da bin ich dann im Sommer 77 das zweite Mal nach London gefahren, noch still long-haired und mit einem Yes-Aufnäher auf der Jeansjacke. War dann aber jeden Abend im Punk-Konzert und Vibrators gesehen, Penetration und wirklich die ganzen Bands, und das war einfach, das war wie, ja, ich habe Gott gesehen. Und dann, ja, aber dann war ich natürlich bei mir im kleinen Dorf der Einzige. Und habe dann irgendwann mitbekommen, dass es in Düsseldorf einen Laden gibt, den Rattinger Hof. Und den habe ich dann irgendwann mal Januar 78 mal aufgesucht. Ich bin in Düsseldorf gefahren, auf Verdacht, jetzt fragt sich durch zum Rattinger Hof. Komme dann rein und sehe gleich mal die ersten Gleichgesinnten, den Wielmeier, Peter Hein und noch ein paar Leute. Ja, und dann bin ich anderthalb Jahre jedes Wochen nach Düsseldorf gefahren. Bis ich mir irgendwann gesagt habe, oh, dann kannst du auch gleich hier hinziehen, sondern meinen Job gekündigt. Bin erst bei mir in Düsseldorf mit einem Freund untergekommen, habe heute aber direkt nach 2 Wochen schon mal ein erstes Konzert veranstaltet. Was ich aber die nächsten Jahre immer zwischendurch gemacht habe, ne, auch wirklich gute Sachen. Und dann habe ich sehr viele Platten immer gekauft, bei Rock On zuerst, dann wieder bei Pure Freude. Und dann machte die Karm Knöbel, die damit in dem Pure Freude Laden führte, mir das Angebot, dort als Verkäufer zu arbeiten. Und da habe ich dann meinen normalen Job gekündigt und habe dann für weniger Geld, aber meine Herzensangelegenheit, habe ich einen Plattenladen angefangen, ne? Den ich dann später auch übernommen habe. Hier auch die ganzen Süff-Platten. Die ja auch, war durch die große Liebe der Musiker von Süff zu halt zu kennen, auch spätere Verbindungen, habe ich ja natürlich auch sehr große Stückzahlen verkauft. Ja. Na, und hinterher dann auch, der auf dem Label kamen ja auch Sachen von Mario Thompson raus, Red Crayola, ne, wurden ja 2 oder 3 EPs veröffentlicht. Aber ja, das war eine reine Geschichte. Das Label gehörte, der kam in Verbindung mit dem Harry Rack von Süff. Die haben das Label geführt. Und diese Kenndose, die basierte, glaube ich, in erster Linie auch auf der Idee von Harry. Weil er hat irgendwie diese Bänder bekommen von Ken und hat dann das, durfte dann diese kleine Auflage machen. Ja, ist dann leider die Pure Freude, war halt leider im Vorort von Düsseldorf. Und in Düsseldorf muss man einfach, man muss in der Altstadt sein, sonst da passiert alles.
Und dann habe ich dann Februar 1986 in der Altstadt in Hitzwiller aufgemacht. Das war quasi ein ehemaliges Büro von dem Klamottenladen Mirage. Ne, das ist dann leer und das haben wir dann auch erstmal einen Plattenladen raus. Ne? Wir haben ganz klein angefangen mit einem ganz kleinen Warenbestand. Und haben den Laden dann wirklich in den nächsten paar Jahren wirklich ganz gut nach vorne gebracht. Ne? Vorteil war auch, dass wir eine sehr geringe Miete nur hatten. Ne? Da war ja praktisch nur ein Wohnraum. Was natürlich hinterher zum Problem wurde, weil irgendwann stand da jemand von der Stadt Düsseldorf und verlangte die Schließung des Ladens, weil wegen Zweckentfremdung von Wohnraum. Und dann mussten wir da raus und dann ein größeres Ladenlokal suchen. Und das war so der Anfang vom Ende, ne? Weil das große Ladenlokal über McDonald's, das war einfach ein riesen Posten. Ne? Das war nicht mehr zu vergleichen mit der kleinen Miete. Ne? Diese kleine Miete, das war damals, ich sag ungefähr 600-700 Mark. Ne? Und unten war dann, ich weiß nicht, insgesamt glaube ich 2.500 Mark Miete bezahlt. Bei McDonald's waren es dann 15.000. Na, und dann hast du noch eine höhere, größere Fläche gehabt. Braucht es noch mehr Personal. Ne, und wenn es so zum Gucken war, dass keiner was klaut. Und das war einfach, die Kosten haben uns so aufgefressen. Und es war, dauerte gleich keine 3 oder 4 Jahre und war nicht mehr viel möglich bei mir. Ja, natürlich, man ist ja schon zwangsläufig, ne, weil für den ganzen Mainstream hast du als kleiner Land ja gar keine großen Chancen, irgendwie vernünftige Preise zu bekommen. Also Deals natürlich in erster Linie mit den ganzen Independent-Vertrieben. Ne? Und musikalisch haben wir einfach alles verkauft, was irgendwie nicht Mainstream war. Punk, Gothic, Psychobilly, Neopsychedelic, also wirklich das ganze Repertoire. Ne? Alles. Und ich war jemand, ich habe mich immer viel durch englische und amerikanische Musikzeitungen durchgelesen und war so auch immer mit den neuesten Trends bekannt. Ja, und das war halt immer mein Anspruch, das dann auch zu verkaufen. Ne? Ja, angefangen mit 3 Punk-Konzerten, hinterher war das dann mehr so in der beginnenden Gothic-Zeit. Ne? Christian Death, Alien Sex Fiend, aber auch so Peter Testibild, Meteors, Multicolored Shades, ich weiß nicht. Schon einiges. Aber ja, mein Problem war auch immer, dass ich halt nie so gewinnorientiert gearbeitet habe. Deswegen hatte ich mir nie eine große Basis schaffen. Wenn ich dann mal irgendwie ein Konzert, wo ich mich oder Publikum überschätzt habe, dann gab es dann doch immer arge finanzielle Probleme und irgendwann musste ich deswegen aufhören. So, ne? Weil das geht halt nicht. Man muss halt auch schon ein bisschen. Wenn man ein Konzert macht, was man wirklich nur der Liebe wegen macht, muss man schon wieder 2, 3 Konzerte haben, wo man richtig Geld verdient. Ja, nur ausgehmäßig, gerade die ersten Jahre gab es so den Rattinger Hof. Ne? Da war ich, das war quasi zweite Wohnzimmer. Ne? Dann später ist man dann schon mal ins Diener 0 gegangen für ein paar Jahre, weil die noch länger auf hatten. Konnten bis morgens 5 oder 6 abhängen. Und nachdem der Laden zugemacht worden ist, ist man dann in Leinland übergewechselt. Wo ich dann auch später häufiger dann auch aufgelegt habe.